um ihre embryonalen Kinder auszutragen. Und doch, wer hat es bewirkt? Das Oberflächenmolekül von HIV. Das glaubt mir ja keiner, aber es ist so. Die Immunsuppression der Mutter ist dasselbe wie HIV heute bei der Immunsuppression der AIDS-Kranken. Und das hat nur vor 45 Jahren stattgefunden. Also die Viren sind, die drehen an unserem Erbgut. Vielleicht haben sie eine Rolle bei Krebs, drehen an unserem Erbgut. Sie bringen uns gute Eigenschaften, wieso entsteht dann plötzlich ein Mozart, aber wie entsteht auch ein krankes Kind und wieso lernen wir das, dass wir ein Embryo, und nicht nur, dass es nicht nur einmal passiert, sondern ganz viele Male passiert. Und wenn wir eine Virusinfektion mal haben, dann schützen wir uns vor den Viren. Also das ist mit dem Immunsystem gemeinsam dann ein Schutz. Aber ich mache Ihnen eine Vorhersage. Und das ist meine Sorge, aber ich bin an dem beteiligt. Ich glaube, dass wir mit den multiresistenten Keimen eine Problematik auf uns zurollt, die Politik jetzt überall, alle sollen wir die zur Kenntnis nehmen. Ich meine, in Berlin stirbt einer pro Woche, wenn es denn stimmt. Sie haben die Zahl von 20, 25, 30.000 pro Jahr in der Bundesrepublik. Ja, nun rechnen Sie mal auf die EU, die westliche Welt. Ich bin der Meinung, die großen Firmen Infektiva, also Medikamente für Infektionen, zurückgetrieben und unterlassen die, weil man da nicht vielleicht weniger mit absetzen kann. Aber wir kriegen eine neue, ganz neue Situation und die ist im Kommen. Wir sind noch früh dran. Also wenn Sie mich fragen, gibt es eine andere Epidemie? Das wäre eine andere, wo uns die Viren retten könnten. Denn die Viren können Bakterien töten. Es ist schwierig. Aber das gibt es ja schon im Ostblock und es hat es ja schon mal gegeben vor 100 Jahren. Dann haben die Antibiotika die Runde gemacht, das Rennen gemacht. Und nun warten wir mal ab. Dann kommt eine ganz große neue Welle. Ich bin kein Schwarzseher, sondern ich bin daran beteiligt, wie man dem entgegenwirken kann an einer großen Studie in der Schweiz, aber auch hier. Und zwar interessanterweise bei der Bundeswehr und bei drei, vier anderen Gruppen in Deutschland laufen ganz viele schöne Sachen. Frau Professor Karin Mölling, ich bedanke mich ganz herzlich für die viele Zeit, die Sie sich genommen haben. Ja, es ist mir ein Anliegen. Ja, und dass Sie zum Schluss auch nochmal auf diese multiresistenten Krankenhauskeime hingewirkt haben, gegen die kein Kraut gewachsen ist und die man sich in einem Krankenhaus holt. Das sollte man immer wieder... Ja, und was jetzt in den Krankenhäusern passiert, möchte ich nicht wissen. Nein, lassen Sie uns ich das... Ich heute Morgen Anna hätte jetzt eine Sepsis. Ja, lassen Sie, man geht rein, wenn man sich auf Corona testen lässt und kommt mit einem multiresistenten Keim wieder nach Hause. Nee, Frau Merkel kommt mit einem anderen Keim. Die wollte die Frau Kockenimpfung kommen mit SARS-Corona. Mhm. Potenziell, sie hat es ja noch nicht. Mhm. Ich glaube, was wir worüber auch nochmal telefonieren könnten, das wird vielleicht nochmal stattfinden, oder wir sehen Sie vor der Kamera, sind ja im Moment in Berlin, dass man vielleicht auch mal die Frage stellt, warum in Deutschland, sage ich mal, relativ wenig Geld für die Grundlagenforschung zur Verfügung steht, sondern dass auch alle großen Firmen auf Patentforschung gehen, weil da Geld verdient werden kann. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, jetzt bin ich gar nicht mit den Patenten so beschafft, ja. Aber ich sage Ihnen, das Know-how ist so fantastisch, so klar in Berlin mit den Start-up-Firmen und auch ja an der ETH in Zürich, wo ich ja genauso bin, und an der Universität und Max Planck, wissen Sie was, die sollen mal von den Milliarden ein bisschen in die Grundlagenforschung tun und sagen, macht ein Medikament, macht einen Impfstoff, macht doch bitte schön auch einen besseren Test. Ja. Finde ich wunderbar, dass Sie das jetzt gesagt haben, Frau Professor Karin Mölling, da muss ich das nicht... Ja, das scheint ja ohne Ende zu sein, das ja, muss man ja mal so sagen dürfen. Ganz genau. Eine allerletzte Frage, die sehr viele, die dieses Telefon...